Berlin-Duell im Amateurstadion, die VSG Altglienicke gegen den Berliner AK. Beide würden gerne aufsteigen, beide hängen aber hinterher. Der BAK zuletzt mit einer mehr als dürftigen englischen Woche. 4 Punkte aus 3 Spielen, 10 Punkte Rückstand auf den BFC. Kein Sieg gegen Altglienicke und Platz 1 ist weg. So sah es auch BAK-Coach Benjamin Duda. Und genau so ging es der BAK an. Voll auf Sieg, Ben Hatira auf Ulrich. Erste Chance. Nach 3 Minuten, Altglienicke hatte große Probleme in der Anfangsphase, vor allem mit Michel Ulrich. Gleiche Minute, wieder presst der BAK und hat den Ballgewinn. Jindawi, dann Fontaine. Ulrich mit dem Luftloch, Schulz bleibt hängen und dann Jindawi auf Lemmel. Und wieder Bethke, der war früh auf Betriebstemperatur, der Torwart der VSG Lemmel. Dahin, wo der Ball herkam, Bethke, schnell unten. Weiter der BAK, langer Ball von Kühn und wieder der BAK energischer in den Zweikämpfen. Jindawi, perfekt auf Ulrich. Der Pass von Nada Jindawi mit dem richtigen Timing, aber Michel Ulrich lässt zu viele Großchancen liegen. Es war ein sehr wildes Spiel, viele Ballverluste, es ging hin und her. Yildirim auf Tugayusa. Ordentlicher Abschluss, volles Risiko von Usan. 6-mal hat er getroffen, zuletzt Ende Oktober 2021. Hier waren 11 Minuten gespielt. Altglienicke jetzt besser im Spiel. Manske und Belegu, das haben sie gut gelöst. Belegu und Usan. Florian Belegu ja mit einer BAK-Vergangenheit. Hier mit der Hereingabe Usan drüber. Wieder der BAK, Ballgewinn. Ulrich und dann geht's schnell. Enes, Ben Hatira mit viel Platz, hat den Ball auf seinem Linken und Kühn mit der Parade. Königstransfer. Ben Hatira hat noch nicht so wirklich eingeschlagen, seitdem er beim Berliner AK ist. Hier hat er viel Platz, aber Bethke bis dahin auch mit einem Sahnetag. Wieder die VSG, wieder mit Belegu, feine Bewegung. Yildirim, Jasula, Ballgewinn. Skoda und dann übernimmt Belegu, der Rechtsverteidiger, mit dem Tor. 39. Minute, 1-0 Altglienicke. Belegu zeigt den Ex-Kollegen. 2015 bis 2021 hat er beim BAK gekickt. Und Jasula, ja, mit langer Miene. Der Zweikampf zwischen ihm und Skoda, interessant. Skoda spitzelt hier den Ball weg, dann bleiben sie ineinander hängen. Für mich kannst du das weiter spielen lassen. Florian Belegu dann mit dem Abschluss, Kühn noch dran, aber er kann das Gegentor nicht verhindern. 44. Minute, nochmal die Ecke für Altglienicke. Bremer auf den kurzen Pfosten, Kühn ist da und dann wird es undurchsichtig. Häusler, der Ball im Tor, das 2:0, Doppelschlag vor der Pause von der VSG Altglienicke. Bremer mit der Ecke, Belegu am ersten Pfosten und dann ist Kühn da und Jasula zweimal unglücklich. Er bekommt den Ball nicht geklärt im Fünfer und so steht's 0:2 aus Sicht des Berliner AK. Gebrauchter Nachmittag bis hierhin. Und der Daumen von Carsten Heine in Richtung Tim Häusler geht doch 2:0 zur Pause. Der BAK mit dem besseren Start in den zweiten Durchgang. Ballgewinn Jindawi und dann hat er den Blick für Philipp Fontaine. Das brachte Carsten Heine auf die Palme. Tim Häusler ist gemeint zuvor mit dem leichten Ballverlust gegen Nada Jindawi. Vollgas Fußball auf beiden Seiten. Altglienicke mit Usan und unten läuft Christian Skoda. Der bekommt den Ball. Christian Skoda vor Pascal Kühn. Und so hat's Heine gesehen. Mann, du! Gegen! Gegen! Skoda mit dem Abschluss, aber Kühn hat den Fuß schnell draußen. 59. Minute. Ben Hatira, er holte sich ständig die Bälle ab und suchte oft diese vertikalen Bälle. Ulrich mit dem Anschlusstreffer. Nur noch 1:2 und Michel Ulrich zeigt's an. Hier geht doch noch was. Aufrappeln, Kollegen, der Blick zur Tribüne und das Küsschen. 6. Saisontor für Ulrich, 3 mehr als Sturmkollege Abubakar Kakpo. Es geht mehr bei beiden.
Wenn einer regelmäßig trifft, ist er auch gesetzt. So Duda, hier bewirbt sich Ulrich für den Stammplatz. Wieder eine sehr wilde Phase im Spiel. Häusler erst mit der Balleroberung, dann mit dem Ballverlust und der BRK schaltet blitzschnell um. Jindawi, das sind seine Situationen, hat ihn auf dem schwächeren rechten Duda am Verzweifeln. Das hätte er sein können, der Ausgleich. Nada Jindawi, der Topscorer des BRK, Daumen hoch, aber wieder Bethke. Hier Jindawi mit seinem Signature-Move, Übersteiger, kurze Bewegung, aber der VSG-Keeper zur Stelle. Der BRK danach nicht mehr so griffig, sie konnten den Druck nicht hochhalten. Altlinike mit dem eingewechselten McMordy. Hüter, der machte auf sich aufmerksam, initiierte viel, so wie in der 80. Minute. Ballgewinn Altlinike, dann Hüter mit Platz und dem Auge für Manske, für Paul Manske. 3-1 Altlinike. Das erste Saisontor für Paul Manske, die Freude dementsprechend, sie kamen alle zum Gratulieren. Hüter mit dem guten Ball, Harand riskiert viel, ist letztlich aber doch zu spät und dann ist es kein Problem für Paul Manske. Der Stecker damit natürlich ein bisschen gezogen beim BRK, die konnten sich nicht mehr aufrappeln. Nochmal Hüter und nochmal Pascal Kühn. Letzte Minute, Ecke, Altglienicke, Kühn fliegt durch, Manske, Belegu, das vierte. Ein perfekter Nachmittag für Florian Belegu, Doppelpack für den Rechtsverteidiger und es passt zu diesem Spiel, dass Jürgen Jasula diesen Ball ins eigene Tor abfälscht. Auch für ihn ein gebrauchter Nachmittag. Carsten Heine mit der Jubelfaust. Danach war Schluss. Altlinike schlägt den BRK 4-1. Der kann alle Träume vom Aufstieg begraben. Es hapert an der Chancenverwertung. Fontaine mit der Analyse. Man sieht, dass Qualität da ist. Und mancher fehlt bei uns vielleicht das erste, zweite Tor, vielleicht einfach mal, um zu sagen, okay, wir sind jetzt drin im Spiel. Dann kriegen wir immer ein, zwei doofe Dinger im falschen Moment vielleicht auch. Jetzt heute auch Druckphase 2-1. Und ich sag mal, wenn wir da vielleicht immer was 2-2 machen könnten, dann sieht es vielleicht auch wieder anders aus. Deswegen, es gilt einfach nur weiterzumachen. Doppelpacker Belegu, der Mann des Tages. Er war besonders motiviert gegen die alten Kollegen. Ich habe vor dem Spiel nochmal gesagt, es wird extrem besonders für mich, auch weil ich den Verein zeigen wollte, wie ich mich nochmal entwickelt habe. Und so mit meinen zwei Toren habe ich, glaube ich, bewiesen, dass ich mich nochmal entwickelt habe und bin einfach nur froh, dass wir die drei Punkte heute mitgenommen haben. Und nach dem Spiel gab es diese Jubelpose, ein Zeichen an alle Dragon Ball Fans. Die Pose war von Super Saiyan Son Goku, weil ich denke mal an ihn, wenn ich auf dem Platz bin und deswegen. Ernsthaft? Wirklich. Glückwunsch. Altlinike nach dem 1-1 unter der Woche gegen Jena mit einem deutlichen Sieg 4-1 gegen den BRK.